Das ist unglaublich. Toll, dass ihr alle gekommen seid. Das ist doch wunderbar, dass so viele Kinder da sind, dass auch Bewohner und Bewohnerinnen aus dem Seniorenheim gekommen sind. Wir freuen uns. Also herzliche Einladung zur Begegnung. Und wie machen wir das am besten? Ich lasse das hier vorne stehen. Und pro Familie kommt eine Person nachher und nimmt sich so eine Klammer mit ein paar Zetteln. Ja? Einige haben etwas für den Karisatladen mitgebracht, herzlichen Dank. Und einige haben ein Körbchen mit Gaben mitgebracht, die ihr auch wieder mit nach Hause nehmen wollt. Die werden jetzt gesegnet und ihr nehmt das wieder mit nach Hause und teilt das dort. Und hier sind auch ein paar Anregungen dabei, die ihr beim Teilen euch durch den Kopf gehen lassen könnt. Und segnen heißt ja, Gott sagt, dass es gut ist, dass wir all diese Dinge haben. Und in diesen Segen wollen wir noch auch die Erntegabe einschließen. Also eine kleine Erntegabe krabbelt nämlich den ganzen Gottesdienst ja schon immer wieder vor dem Gottesdienst herum, vom Altar herum und wird dann wieder, bevor die Kartoffeln angebissen werden, die im rohen Zustand ja nicht so gut verdaulich sind, wieder zurückgeholt sozusagen. Vergessen wir nicht, dass wir alle auch irgendwie Erntegaben sind, von Gott geschenkt füreinander, damit wir einander zum Segen werden. Und das darf sich auch ein bisschen daran ausdrücken, wenn wir jetzt um den Segen für die Gaben bitten, dass der Segen sozusagen auf uns übergeht und auf die übergeht, die diese Gaben genießen werden. Ob sie das jetzt sind, die man wieder mit nach Hause nehmen oder ob das die Gaben sind, die in den Karisatladen gehen. Dass das, was uns zum Segen geschenkt wird, auf uns übergeht und wir zum Segen für andere werden. Und da sind so diese kleinen Erntegaben, die dann größer werden im Laufe der Zeit, durchaus ganz bewusst mit eingeschlossen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Allmächtiger Gott, wir haben dir gedankt für die Ernte des Jahres, für die Gaben, mit denen du uns beschenkst. Wir bitten dich, segne diese Gaben, die Gaben, die wir zu Hause haben, und segne auch uns, die wir hier versammelt sind. Euch alle der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Es gibt noch ein Kollektenkörbchen hinten, also am Ausgang kann man hier auf dem Parkplatz ja schlecht sagen, aber Kollekte ist für die eigene Gemeinde, auch die wollen wir nicht vergessen. Sozusagen, wer da noch etwas in die Kollekte tun will, Frau Bild steht da und vielleicht noch immer, glaube ich, ein bisschen anders. Ja. Geht hin und bringt den Frieden. Danke sei Gott. Thank you.
Thế tên đọc coi xem đi đâu nè. Đọc xem là đi bầu ở đâu. Đi đây mà. Đây đi, đây đi. Cái tên, không. Cái tên, đi đây. Đi đây cũng được, nhưng mà anh muốn đi đây. Phải đi đẩy không cái tên, phải lên xa nào. Hãy qua đây đi mama. Anh thì anh nghĩ vậy này, là Berlin cho SPD. Esni. Cho cái mà nó có ba cái mà, một cái là cho Đức, là cho Partei, rồi cái Đức mà cái Berlin thì thí dụ cho Đức đi, cho Đức là Deutschland, để không thôi để anh vào trước nhá. Không, anh coi tại anh cũng là anh nói là SPD hả? Là anh cho Đức, anh cho CDU. CDU, thôi đi anh hỏi đây. Nhưng mà cho Berlin thì là cho SPD. Ủa là mình được hai cái hả? Đâu, tại vì vô tình đúng lúc là Berlin nó cũng bầu Burgermeister, em hiểu không? Cái tiểu bang Berlin. Một cái để cho nó lấy nhà cái đó thôi, cái đời không cái gì? Cái mà en Iceland, cái vụ nhà đó à. Dạ. Tí tố. Người bánh mì đói. Đi tới đây đi cái tiền. Đi nhanh vậy xong đi qua anh kia. Cái đó là da,
Đúng không? Cái gì? Không gặp, không làm gì hết. Coi như mình không có nói tha thôi, không ra mà cũng không nai thì không gặp. Tiền còn cứ đi đã tới đâu mà cái con này ba đang cầm này cứ hỏi gì.